Ja, wir haben natürlich noch jemanden bei, ist ganz kurz hierher gekommen, ist eigentlich noch krankgeschrieben und darf gar nicht raus. Deshalb trotzdem vielen Dank, dass sie da ist. Und zwar Frau Kannwieser. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wer mich kennt, wird sich wundern. Ich bin heute nicht ganz so gut drauf, aber ich bin frisch operiert, sorry. Trotzdem möchte ich zu Ihnen sprechen. Und zwar einmal in meiner Eigenschaft als eine Vorständerin in der Wählergemeinschaft für Rügen, die im Kreistag vertreten ist. Und ich bin dort auch als Mitglied im Wirtschafts- und Tourismusausschuss tätig. Leider ist es so, dass mit der Gründung des Großkreises, und das ist hier schon mehrfach gesagt worden, wir als Insel Rügen keine Stimme mehr haben. Wir haben auch keine große Stimme im Kreistag. Wir können nur wenig bewegen. Deswegen stehe ich heute hier als Mitglied dieser Wählergemeinschaft für Rügen. Und ich möchte Ihnen als Medizinerin einige Dinge sagen, die mit Gesundheit zu tun haben, was Sie und was die Touristen auch betrifft. Wie wir alle wissen, da muss ich Ihnen keine geschichtlichen Vorträge halten, ist die Insel Rügen bereits im 19. Jahrhundert zu einer Insel geworden, die Badegäste empfangen hat, die sich hier erholen und ihre Gesundheit stärken wollten. Das ging so weiter in den Jahrzehnten und im nächsten Jahrhundert ebenso. Zu DDR-Zeiten haben die meisten DDR-Bürger, viele DDR-Bürger, hier auf der Insel Rügen überhaupt an der Ostseeküste ihren Urlaub verbracht mit ihren Familien, um sich zu erholen vom Alltag. Sie haben Kuren entgegengenommen. Es sind viele Bürger aus der Republik hierher gezogen, die Probleme, Atemwegsprobleme zum Beispiel hatten oder Allergien. Sie konnten hier und können bis jetzt auch noch gut leben in diesem, unserem Meeresklima. Nach der Wende sind hier viele Kurkliniken errichtet worden. Es gibt Mutter-Kind-Kliniken, es gibt Kliniken, die sich beschäftigen, wie gesagt, mit der Heilung von Atemwegserkrankungen. Ich weiß nicht, ob, wenn dieses LNG-Terminal käme, Mutter-Kind-Kliniken hier überhaupt noch betrieben werden können. Wie der Bürgermeister von Selin, Herr Liedtke, gut gesagt hat, liegt zum Beispiel die Seebrücke direkt in einem Gebiet, in dieser 8-Kilometer-Zone, Evakuierungszone oder Schutzzone oder wie man es nennt. Lesen Sie das in diesen Antragsunterlagen von RWE. Soweit ich das kenne, gingen die Mütter mit ihren Kindern bisher an den Strand und haben sich aufgehalten rechts und links von der Seebrücke, haben ihre Kinder baden lassen, haben sich gesonnt. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft noch möglich ist und ob es Sinn macht, solche Kuren hier auf Rügen durchführen zu können, wenn das LNG-Terminal bei uns direkt vor der Haustür steht. Davon abgesehen geht es auch um die Gefahren, auch um die Gefahren für Sie alle, für die Bevölkerung, wenn es dort zu einer Havarie kommt. Der Katastrophenschutz ist überhaupt nicht in der Lage, etwas zu tun, wenn so etwas mal eintreten würde. Es nützt alles nichts. Es ist so, dass die Bürger, viele Bürger aus Ostdeutschland, wie ich schon sagte, seit Jahrzehnten ihre Urlaube hier verbringen, in den Hotels, in Ferienwohnungen, auf Zeltplätzen und so weiter. Es machten die Großeltern, es machten die Eltern, es machen die Kinder und jetzt sind es schon die Enkel. Und die wollen auch gerne weiterkommen. Es nützt alles nichts, wenn die Regierung jetzt in Halle an der Saale ein Gebäude bauen will für die Zukunft der deutschen Einheit, in dem die Bürger der ehemaligen DDR ihre Biografien auch zum Tragen bringen können, die ja bisher angeblich nicht so berücksichtigt wurden. Die Bürger der ehemaligen DDR bekommen jetzt nochmal einen richtigen Schlag in ihre Biografie, weil diese Biografien zerstört werden, denn auch ihre Urlaube werden dann nicht mehr so möglich sein wie früher. Zu DDR-Zeiten konnten sie nicht reisen und jetzt
sollen keine Fernreisen mehr vorgenommen werden, aus Klimaschutzgründen. Es sollen alle im Lande Urlaub machen. Und dann will man diese tausenden Urlaubsplätze hier durch solchen LNG-Terminal zerstören. Ich verstehe es nicht und ich denke auch dabei an Ihre Gesundheit, auch Sie werden leiden. Ich möchte Ihnen... Es ist sehr müßig. Sie wurden schon aufgefordert. Gucken Sie sich die Unterlagen von RWE an. Aber es macht Sinn. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar wörtliche Auszüge aus diesem Antrag vorlesen. RWE selbst schreibt, das Vorhaben hat emissionserhöhende Wirkung und trägt damit kurzfristig, schreiben Sie allerdings, nicht zum Klimaschutz bei, sondern vielmehr wirken diesem entgegen. Das steht wörtlich in den Unterlagen. Sie müssen auch noch die wasserrechtliche Erlaubnis beantragen. Und Sie schreiben auch ganz offen, dass es um Einbringen und Einleiten von Stoffen ins Gewässer geht. Das beginnt mit dem Einbringen von Steinen, von zusätzlichem Fremdmaterial, was nicht genau genannt wird. Und zur Weiterleitung von Meerwasser bei Spül- und Prüfmaßnahmen werden dort Chemikalien eingefügt. Es muss auch eine dauerhafte Baggergutunterbringung auf einer seeseitigen Klappstelle vorgehalten werden, wenn man ständig diese Steine nach diesen Steinen baggern muss. Das Einleiten vom Wasser, welches im Zuge der Spül- und Prüfmaßnahmen in die Leitung geht, wird den Lebensraum, den natürlichen Lebensraum in der Ostsee stark stören, wenn nicht sogar vernichten. Und es ist für uns alle wichtig zu wissen, können wir überhaupt noch diese Klimaschutzbedingungen, die wir hatten, diese gesunde Luft und dieses gesunde Wasser für uns benutzen, für uns als Bürger oder auch für uns als Touristen. Es gibt starke gesundheitliche Beeinträchtigungen, die möglich sind und die Gefahr, die entstehen kann, wenn es zu einer Katastrophe kommt, ist unübersichtlich. Man kann sich nur gegen dieses LNG-Terminal wenden und wir sollten zusammenhalten, wie es schon oft gesagt worden ist. Machen Sie bitte Ihre Einwendungen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, Marius. Frau Kantwieser.